Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ich werde mich in Handumdrehen darum kümmern. Ja, wir sind auf der unbekannten Insel. Und alles ist nicht erreichbar. Weil wir nirgends hin können. Gerade, weil wir halt hier gestrandet sind. Und ja, hier haben wir schon mal das erste Quest. Ne, halt, hier sind nur die Tollkirschblüten. Nehmen wir mal alle mit. Sind hier noch mehr Tollkirschblüten? Ja. Oh, und da sind viel zu viele Bären gewesen, genau. So, damit haben wir den Südteil der Insel. Wir können jetzt hier den Nordteil wechseln. Hier machen wir sicherheitshalber Quicksave, weil wir jederzeit von bösen Werwölfen angegriffen werden können. Und ja, auch der zweite Teil der Insel ist recht groß. Und es gibt Wölfe. Viele Wölfe. Wie kann ich helfen? Lasst sie uns ordentlich ver... Worum geht, wie ihr wünscht. So, das waren ein paar Wölfe. Ein paar viele Wölfe. Die leider auch nicht so gut auf uns zu sprechen sind. Und ja, hier auf der anderen Seite ist der Hafen, der sichere Hafen. Hier waren sogar Verteidigungsstellungen mit Kanonen und so weiter. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Hey, Palin. Guten Tag, Fremde. Entschuldigt, dass ich bin so direkt, doch ich möchte bitten um eure Hilfe. Ein wenig östlich von hier befinden sich Monster. Sie greifen an eine kleine Gruppe von Leuten. Bitte, wenn ihr habt ein Herz, dann kommt und kämpft an meiner Seite. Zeigt uns den Weg, wir wollen diese Bestien lernen, was Angst ist. Ist doch egal, verschwindet Bettler. Natürlich werde ich euch helfen, aber meine Gruppe wird selbstverständlich auf alle Schätze für Anspruch erheben, die während dieses Abstechers entdeckt werden. Natürlich, was immer ihr wollt. Hier entlang. Gaunerei aller Orten. Ich habe mich bereit erklärt, mit einem jungen Mann ein paar Monster zu jagen, bevor sie Schaden anrichten. Er geht voran, während ich schreibe. Hier sind wir. Und wo soll sich diese furchtbaren Monster befinden? Sie sind hier. Kommt heraus, Brüder. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ich tue's. Wo stehe ich gerade? Ja. Hier stehe ich. Das hier sind sogar Wolfbeere. Keine Werwölfe. Ja, mein Schatz. Wir brauchen Heilung für Dawn. Wie
Wie kann ich helfen? So viel dazu. Wo wurde das denn mit dem Tagebucheintrag jetzt abgelegt? Palin und die Monster. Sehe ich gerade gar nicht. Ah doch, da, Palin und die Monster. Ein Hinterhalt, diese Wesen sind gerissene Gegner. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Wie ihr wünscht. Oh, hat Palin vielleicht noch was? Naja, er hat Fatings Puppe dabei. Schreckenswölfe. Das Gute ist halt, hier gibt es viel Zeug, was viel Erfahrung bringt. Okay, der nächste Hinterhalt. Neue Akteure in unserem kleinen Drama. Wer seid ihr wohl? Schiffbrüchige Matrosen vielleicht? Was geht euch erst an? Ihr fühlt euch heute wohl etwas geheimnisvoll. Wir sind die Gruppe von Benoir. Wir sind gekommen, um Artefakte von Baldur ans Schiff zu holen. Lasst mich in Ruhe, guter Mann. Ich habe im Moment keine Zeit für euch. Wir sind heute wohl etwas geheimnisvoll. Etwas? Ihr seid auf jeden Fall mutiger als dieses Viehzeug im Dorf. Ihr verlasst die Sicherheit der Palisaden mit zuversichtlichem Schritt und einem furchterregenden Blick. Diese Narren da drin fürchten sich vor ihrem eigenen Schatten. Was ist mit euch? Hier steht ihr allein und leicht angreifbar. Was ich tue und wann ich tue, ist nicht eure Sache. Geht sofort zur Seite. Was ist mit euch? Ach, ich kann mich verteidigen, vor lautes Stück. Was verlangt Keishas von euch? Sie bat uns, die Wolfsbestien in ihrem Lager zu beseitigen. Das geht euch nichts an. Lasst uns oder ihr werdet uns euren Zorn zu spüren bekommen. Warum geht ihr nicht und sprecht mit Keishas? Ich habe keine Zeit dafür. Nehmen wir das Erste. Karuk wird dazu sicherlich etwas zu sagen haben. Jetzt, da ihr Keishas Lakai seid, was gewinnt ihr dadurch? Ich bin niemand des Lakai-Hunde, so zieht eure Klingen, wenn ihr das nicht verstehen könnt. Wir werden von dieser Insel fliehen. Das Schiff, auf dem wir hier ankamen, erlitt auf den klemmenden Schiffsbruch. Gebt mir doch einen dummen Prank zu Keishas, ich habe keine Zeit. Okay, wir wollen nicht Lakaien genannt werden, also nehmen wir das Erste. Ihr könnt mir nichts befehlen, Außenstehender. Ihr und die Narren da drin, nichts weiter als Fleisch für mich. Mensch, meinesgleichen wird Keishas beseitigen und ihren unwürdigen Clan und ihr ein guter Anfang seid. Ja, ich werde nicht. Ich bin von Maim angegriffen worden, einem der sogenannten Monster, die Insel terrorisieren. Er war offenbar der Meinung, dass Keishas genauso übel sei wie seine eigenen Leute und dass es dumm von mir war, ihr zu helfen. Wir werden sehen. So, noch ein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Toter Wolf wäre. Hier oben müsste es zu der Grotte der Sirene gehen. Ihr seid Narren, dass ihr meinen Weg kreuzt. Stopp, Lampenbewohner. Wer gab euch die Erlaubnis, mit dem Heim zu nahe zu kommen? Stärke und Zuversicht ließen uns herkommen. Wir sind hier, um einen Fisch namens Evan zu holen, den ihr mit eurem faulen Zaubertricks hierher gelockt habt. Es tut mir leid, ich dachte, dies wäre die Dorftaverne. Ich bin Benoit und die sind meine Begleiter. Vielleicht könnt ihr uns erklären, was es mit dem Burschen da hinten. Was mit dem Burschen da hinter euch geschehen ist. Ich glaube nicht, dass ihr das verstehen werdet. Trotzdem will ich es versuchen, euch zu
Trotzdem will ich versuchen, es euch zu erklären. Ich bin eine Sirene und ich muss mich als solche mit einem Mann der Menschengattung paaren. Meine Lieder locken sie zu mir und die Männer sind mir nur zu gerne willig. Gewöhnlich profitieren beide Seiten davon. Es ist meine Paarungszeit, also lockte ich diesen Fischer her. Er griff mich an und versuchte, sich mir aufzudrängen. Als mein Lied nicht länger auf ihm wirkte, ergriff ich drastischere Maßnahmen. Diese Monster verdienen den Tod. Vielleicht können sie sogar Landbewohner das verstehen. Ja, wir haben schon ein paar von diesen Bestien getötet. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Wir hätten es nicht anders gemacht. Wir möchten nur seine Leiche mitnehmen und lassen euch in Frieden. Eine unwahrscheinliche Geschichte, Mörderin. Eine Lüge. Eure Lügen richten gegen uns nichts aus. Ihr habt diesen Mann mit Hilfe von Magie zu euch gelockt. Doch eure Magie versagte offensichtlich und kämpfte, um sich aus eurem Band zu befreien. Ich werde seinen Tod rächen, Verführerin. Nehmen wir mal die S1. Gut gesprochen, Landbewohner. Wie ihr es wünscht, könnt ihr die Leiche des Monsters bekommen. Oh, und ich kann mich nicht bewegen, weil ich eine Leiche mit mir rumschleppe. Und ich kann sie nicht Dorn geben, weil der zu weit weg ist. So, jetzt sind wir einmal diesen schönen Umweg gegangen. Wir gehen nur mehr Schreckenswölfen. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Ja, wie ihr wünscht. Gut, dann können wir jetzt erstmal hier runtergehen wieder an der Küste lang. Um so den Küstenweg, also den Küstenweg aufzudecken. Wobei das echt eine gute Frage ist. Kann man bei einer Insel von einer Küste reden? Wobei, wie soll man das bei Inseln sonst nennen? Seid gegrüßt. Kryla. Oh, bitte helft mir. Sie töten den armen Yondal. Wer hat Yondal getötet? Wenn dieser Yondal tot ist, dann war er zu schwach und hätte niemals geboren werden sollen. Ja, wer hat Yondal getötet? Die Wolfsmänner, sie uns angreifen, wenn wir so nach Wurzeln in den Wäldern. Bitte recht, mein Yondal. Er war noch so jung. Jung und dumm, wie es klingt. Lauf zurück zum Dorfmädchen. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Und die Sache soll eure sein, meine Dame. Geht voraus. Ich bin zu beschäftigt, um mit den Hingeschmissenen eines kleinen Mädchens hinzugeben. Fort mit euch. Nehmen wir mal die Rache. Sie sind dort lang. Bitte tötet sie. Ich habe solche Angst. Ich traf eine Frau, die behauptete, dass ein gewisser Yondal von Momsmenschen überfallen und getötet worden sei. Ich werde diese Wesen jagen und dafür sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Yondal, ich habe euch ein Festmahl mitgebracht. Ich kann nicht glauben, dass ich auf so einen Trick hereingefallen bin. Yondal ist einer von ihnen. Sie hat mich in einen Hinterhalt gelockt.
Ja, da ist Yondal. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Yondal müsste sogar ein älterer Wolf wer sein. Ey, Level up. Ich hab keinen Bock zu reden. Stufenerhöhung. 15 Trefferpunkte, ein Sagenkunde, ein ETW. Ja, und das ist das Max-Level, was Kegane erreichen kann. Wie sieht es eigentlich bei den anderen so aus? Du hast noch genug. Die können wir nachfüllen. Gut.